Chodesh Elul, das Monat Elul, ist das Monat der Taten, sagt uns der Rav. Der Mensch muss sich zusammenreißen. Wenn er sich nicht zusammenreißt, lo alin, wird Gadosh Baruch Hu zusammen, ihn dazu bringen, dass er sich zusammenreißt, aber dann wird es nicht so angenehm sein. Gadosh Baruch Hu sagt, ich gebe dir Elul, ich gebe dir ein ganzes Monat, 30 Tage, damit du dich zusammenreißt, damit deine Taten besser werden. Was will ich am Endeffekt, sagt Gadosh Baruch Hu? Ich will, dass du dich änderst. Ich will, dass dein Jahr besser wird. Schaut, was für ein Jahr wir haben. Wir haben jetzt Baruch Hashem viele, viele Buchstaben. Wir haben jetzt Delta, dann kommt Gamma und dann kommt das. Es gibt so viele Buchstaben. Gadosh Baruch Hu sagt, hey, ich werde diesen blöden Virus nicht von der Welt nehmen, bis ihr euch nicht ändert. Warum? Ihr habt schon alle Grenzen überschritten. Ihr denkt, ihr dürft alles, ihr denkt, ihr dürft das, dies und jenes. Und ihr habt vergessen, dass es Grenzen auf der Welt gibt. Ihr versteht nicht, dass es Grenzen gibt. Ich werde euch diese Grenzen wortwörtlich zeigen. Egal auf welcher Ebene. Nehmen wir ab heute, ab jetzt, unsere Eigenschaften selbst in die Hand und beginnen sie zu reparieren, beginnen sie zu korrigieren, beginnen sie zu verbessern. Es gibt immer eine Richtung, sich zu verbessern. Wir müssen schauen, wo wir uns bessern können. Am besten den Tipp von Aria Kadosh. Er schreibt, willst du dich verbessern, schau, wo du schwach bist, schau, wo deine Schwachstellen sind. Der eine ist Jezor nicht, der andere kann seine Pappe nicht halten. Der andere kann nicht stehen, kann nicht ohne stehen. Der andere kann nicht ohne auf seine Augen aufzupassen. Er muss überall schauen, wo es etwas zu schauen gibt. Ja? Der eine ist eifersüchtig, der eine ist neidisch. Jeder hat etwas zu korrigieren. Nehmen wir uns selbst in die Hand und reichen unsere Hand zum allmächtigen Kadosh Baruch Hu. Und wir werden sehen, dass er uns seine Hand reichen wird. Und dann werden wir sehen, was für ein Jahr auf uns zukommt. Bezrat Hashem soll ein wunderschönes und süßes neues Jahr auf uns zukommen. Aber es hängt davon ab, wie wir jetzt ab Chodesh Elul beginnen werden. Werden wir weitermachen, wie wir bis jetzt gemacht haben? Oder werden wir unsere Aufmerksamkeit auf die heutige Parasha, auf die dieswöchige Parasha setzen und sehen, Re'e bedeutet Azor ist damit gemeint, stopp! Halt kurz an. Anochi, ich bin's, dein Gott. Ich bin da. Ich versuche dir jetzt ein besseres Leben zu schenken. Zeig mir, dass du es willst. Zeig mir, dass du interessiert bist, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und du wirst sehen, was für ein Leben ich dir schenken werde. Du wirst es selber nicht glauben. Wenn du dich für deinen Körper, den ich dir gegeben habe, der im Endeffekt eh schon eingeht unter der Erde, wenn du dafür schon Zeit investierst und alles aufschreibst, damit du gar keinen Fehler machst, verlange ich von dir mindestens, dass du jetzt zu Chodesh Elul, zum Monat Elul, deine Taten aufschreibst. Jeden Tag am Abend, dass du nach Hause kommst, okay, heute habe ich etwas zu viel angeschrien, heute habe ich etwas zu viel Gaba gemacht, heute war ich etwas zu übermütig, heute habe ich wenig Torah gelernt, heute habe ich diesen Tfilah verpasst. Jeder Mensch soll sich eine Liste machen und so kann er sich verbessern. Er muss schauen, wo er sich bessern muss, indem er investiert, Zeit investiert, Nerven investiert, Energie investiert, so wie wir Nerven, Zeit und Energie investieren in Dinge, die eigentlich materiell sind und hier die auf dieser Welt bleiben, aber wir gehen nach 120 Jahren weg und was mit uns gehen wird, das ist das Einzige, diese Liste, die wir vorbereitet haben vor Chodesh Elul, das wird mit uns gehen. Kadosh Baruch Hu sagt, mach dir so eine Liste, bereite dich vor.